Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity. Ich bin Gastgeber Vexmix und mir sind die letzten paar Aufnahmen abgekackt. Mit abgekackt meine ich, mir ist meine Festplatte anscheinend irgendwie gecrashed oder so und ich habe ein paar Aufnahmen verloren. Ich habe Glück, dass ich so viele habe und das alles auf verschiedenen Festplatten habe. Also von daher sind mir leider nur ein paar Folgen flötenjagen. Nun denn, was ich gemacht habe, jetzt mal so in einem Endresümee. Ich weiß nicht, ich habe den Tank darunter gestellt. Ich habe mein Ding da ein bisschen erweitert. Ich habe den Kasten hier weggebaut. Mir ist eine Lösung eingefallen, wie ich das mit Hilfe der Pipes so machen kann, dass ich die Zepplinge hier unten erstens alle wegschiffe, nachdem der Planter die Zepplinge bekommen hat. Von daher, das System läuft jetzt auch. Dann habe ich noch, habe ich den? Ja, doch, den Sembra habe ich gebaut, stimmt ja. Was haben wir noch gemacht? Sonst eigentlich nicht allzu viel. Ah ja, doch noch was. Ich habe hinten hier einen Catalyst drunter gesetzt, einen Alchemie-Catalyst. Damit kann ich jetzt ganz schön viel schönen Stuff machen und so. Zum Beispiel den hier. Ne? Oder den hier. Ist auch ganz schön. Jetzt machen wir uns ein paar Jungle-Zapplinge. Because, why not? Akazien. Interessant. Was ist das? Dark Oak. Auch sehr interessant. Ach, und dann kommen wir wieder zum Normalen. Okay. Also, es ist ganz schön, dieser Katalyst. Ich muss mal gerade gucken, was das alles für Bäume sind. Ich habe keine Ahnung. Dark Oak. Normaler Oak. Akazie. Und Jungle Zepplinge. Ich mag Jungle Zepplinge. Damit ich auch immer schön weiß, wo mein Haus ist, ne? 1, 2, 3, 4. Yay! So. Na, also, das ist schon ganz schön. Das kann ich auch mit Stein machen. Da kann ich dann direkt zu Sand machen. Ohne Verzögerung oder sonst irgendetwas. Und deswegen übrigens auch dieser Mana Spreader, damit das, ne? Weiß Bescheid. Ja, von den Blümchen bräuchte ich eventuell noch mal ein paar mehr hier drunter. Weil das Wasser brauche ich an sich nicht, glaube ich. Und daher kann ich dann noch ein bisschen mehr passivieren in dem Sinne. Ja, nun denn, aber weil es sich jetzt so ultra lange aufgezogen hat, werden wir jetzt versuchen, unser Stromhäuschen zu machen. Nachdem ich das hier jetzt alles zum Funktionieren gebracht habe, was ziemlich cool ist, wird jetzt erst einmal alles gedingsbumst. Ja, richtig gut, gedingsbumst. Nee, ich werde jetzt mal alles irgendwie ansatzweise verlagern. Ich werde die vier hier lassen. Das Stromkabel muss ich unter der Erde noch verstecken. Allgemein muss ich alles zuerden. Dann werde ich mir die ganze Energieversorgung und Maschinen eventuell ein Häuschen bauen. Das Häuschen werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach entweder hier hinsetzen, also hier hin, oder eben da hinten hin. Auf jeden Fall eine von den beiden Einrichtungen. Am liebsten, ja, würde ich es hier machen. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, nicht jetzt Computer. Wenn du mir das jetzt sagst, bringe ich dich um. So. Okay, gut. Doch nicht. Na denn, ich würde mal sagen, dann würde ich mal liebend gerne damit anfangen, das vorzubereiten. Ich muss gucken, dass ich nicht zu nah da dran gehe, weil sonst der Harvester alles wegmacht. Deswegen, ja, ich nehme mal hier. Hier ist gut. Ich glaube, ich muss mein Horn nochmal läuten lassen. Sonst wird das hier nichts. Aber ist schon cool, das Ding hier. Da kann man wenigstens alles schön schnell mit wegmachen. Ne, aber ich glaube, ich brauche echt nochmal das Horn. Ich muss da mal ein bisschen aufräumen. Cool, dass ich das gemacht habe. Finde ich toll. Wo ist es denn? Irgendwo war es. Die Frage ist, wo? Da ist es. Und ich würde echt mal zu gerne wissen, was die anderen Versionen von diesem Ding machen. Also wirklich zu gerne.
Oh, ich müsste mir eigentlich mal so einen Ring machen. Ich glaube, den mache ich mir jetzt auch mal, bevor ich das Horn anwende, weil dann kann ich direkt die ganzen Items aufsammeln. Das ist wesentlich besser. Also Ring. Ah, geh weg, Karl. Off. Ma. Nein, das hier. Magnetization. Also, ich brauche Eisen, Gold, eine normale Linse. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 mal Eisen. Warmers. Nein. Ich brauche Gold, ich brauche Eisen. Und ich brauche eine Glaspane. Glaspane. Warmerse, da. Auf zum Thermana-Tisch. So. 8 haben wir gesagt, ne? 1, 2. So. Dann. Auf zum Dingsbums. Jetzt habe ich ja eh genug. Weg, weg. 1, 2, 3, 4. Das Ding nach da, da mal das Ding plus Gold und Eisen ergibt das Ding und das Ding plus 1, 2, 3, 4 ergibt den Ring of Magnetization. Dann gehen wir hier in das Baubles, schlägen den da an und da dürften wir eigentlich gleich erfahren, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Also auf. Und? Halleluja! Ich bin gut. Ja, das ist echt toll. Du musst nicht mal alles ablaufen, sondern kann einfach nur noch so durchgehen. Ja, das ist doch alles ganz toll gelaufen. Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr als erwartet habe. Cool. Mythical Brown. Industrial Hemp Seeds. Was? Hanf, ne? Ich glaube zumindest, dass es Hanf ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher gerade. Das kann weg. Ne. So. Jetzt müssen wir das alles mal wieder ins Wegtun. Inventar. Ich wollte auch mal das ME-System bauen, ne? Ja. Das braucht wohl noch ein bisschen. Nun denn. Jetzt erstmal Holz nehmen und dann Hütte bauen. Deswegen Holz, Holz und bisschen Cobblestone. Normalen Stone. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ne, ich glaube, ich nehme noch normalen Stein. Ich mache am besten direkt zwei. So. Machen wir das mal. Das sollte dann reichen mit normalen Steinen. Glaube ich, ein Stack. Den Rest hiervon werden wir nach du tun. Ich finde das so geil. Das wird dann eben als nächstes durchgerüttelt. Das ist gut. So mache ich das. Huch, was habe ich hier noch? Ach, ein bisschen davon. Ja, stimmt, ich war ja noch weitermachen. Da war ja noch was, ne? Tja. Na, ist gut. Ich hoffe mal, das passiert mir nicht nochmal mit der Festplatte. Das war sehr interessant. Aber auch nur noch wieder PC, so als es würde ausgehen. Festplatten haben ja immer ein bestimmtes Summen. Und, das hört sich ja wirklich an, als würde die Festplatte dann faktisch nur ausgehen. Das war es. Gute Nacht. Da konnte ich nicht mehr drauf zugreifen. Die war weg. Das war zum Teil sogar beängstigend. Und wir haben Molten Glas. Oh, das ist ein bisschen viel Glas. Ich glaube, ich muss mir hierfür auch mal eine Automatik bauen. Die Redstone Clock da drüber und da drunter ein Hopper. Das wird dann schon. Hoffe ich zumindest. Wie viele Blocks haben wir noch? Zwei. Noch einer. Komm, gib mir den Block. Und das war. Oh, braucht schon wieder Nacht. Oh, das ging schnell. So, eins. Cool. Eine Glasschmelze. Und zack. Schon haben wir etwas mehr geaddet. Cool, ne? Ja, cool. Ne, aber das mache ich wirklich mit dem Glas. Also, das nervt uns wirklich.
Also brauchen wir jetzt einen Hopper, das heißt, wir brauchen Eisen und eine Kiste, ne? Ja. Das und ein bisschen hiervon. Eins, zwei. Das hier. So, dann haben wir einen Hopper, dann brauche ich noch eine Redstone Clock. CLO CK. Ach, das geht ja. Stone, Redstone, Redstone, Fackel. Okay. Stone. Irgendwo war er. Oder? Ah, hier, Redstone. Redstone Fackel kann ich mir kurz machen. Wenn ich Holz hätte. Oder einfach nur das hier. Der ist vorne mit Tank. Das plus das ergibt Redstone Fackel. Redstone Fackel plus Stein plus Redstone ergibt Redstone. Ups. Schon wieder falsch gemacht. Gibt es eine Redstone Clock? Kiste unten drunter, sind wir glücklich. Wo ist der? Da ist er. Weil das ist wirklich ziemlich geil. So, dann stellen wir nämlich die Kiste hier hin. Machen den Trichter nach da. Na, der ist ja direktionsbezogen. Und setzen die Glock da oben drüber. Und dann wird da immer schön das rausgetan. Ja, okay, die Glock kann ich natürlich nicht einstellen, aber das ist alles okay. Das wird schon funktionieren. Wie gesagt, ist besser, ist zwar langsamer, aber das ist nicht wirklich wichtig, oder? Also von daher lassen wir das mal kurz so. Das weg. So. Tja, das wird schon. Braucht halt nur seine Zeit. Dann wollten wir schlafen gehen. Und eigentlich wollte ich mit dem Hausbau beginnen. Wurde aber nichts draus, ne? Die können ja auch mal wegmachen. Ups. So, was ist das Loch da? Ah, ne, das habe ich hier gemacht. Stimmt ja. Beim kläglichen Versuch überhaupt irgendwas zu schaffen. Die Bäume sind noch nicht gewachsen. Na gut, lassen wir die Bäumchen mal in Ruhe. Und gehen lieber mal nach da hinten mit ein bisschen Holz. Und setzen uns mal die Absperrungen, Abgrenzungen eher gesagt, in wo wir die Maschinen platzieren. Aber 1, 2, 3, 4. Dann machen wir das hier. So. 1, 2, 3, 4. Hier ist 5. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist okay. 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Jetzt muss man nur noch halt ein bisschen länger machen, weil da natürlich eine ganze Menge rein muss. Mit einer ganzen Menge meine ich so ziemlich alles. Ja, ob das reicht. Oder das erschreckt bis nach da machen, da habe ich es wenigstens. Ach komm, machen wir direkt normal. 1, 2, 3, 4. Weil wie gesagt, hier möchte ich wirklich alles auslagern. Nur das Crafting und so, das möchte ich eben nach da hinten tun. Oder das Hauptcrafting zumindest gesagt. Das, wofür ich nicht unbedingt immer in das Haus hier muss. So. Ups, ich habe eins zu viel gebaut. Na egal. Ups. Ja, das ist das Schöne an dem Ding, das ist wenigstens Vein of Normal. Okay. 1, 2, 3, 4. So, dann müssen wir uns jetzt den Stein abholen und wir brauchen eindeutig mehr als ein Stack. So. Gib mir, gib mir, gib mir. Ach, das war mehr als ein Stack. Oh, okay. Es akzeptiert. 3, da, 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 da. So. Und der, 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 der. Oh, Baum. Geh weg, Baum. Und weg. Prima. Übrigens, mit Fenstern muss ich hier. Na, muss nicht, aber ich möchte nur mit Glasblöcken bauen. Dann habe ich nicht auch noch das Hässliche, dass wenn die Maschinen oder Kisten davor stehen, dass die Fenster dann so doof werden. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Jeder müsste ja wissen, was ich mit doof meine oder so. Glaube ich. So.
Dann hätten wir das Stein auch schon gemacht. Jetzt nur noch nach hinten. Oh Gott, ich habe hier wieder Juck im Auge. Jetzt nur noch nach hinten und dann schon mal fürs Erste halbwegs glücklich sein, dass da das 2000 entsteht. Da, Klärglas, yay. Was ich jetzt aber unter anderem noch bräuchte, wäre mehr Cobblestone, mehr Sand. Hab hier aber keinen Cobblestone mehr. Aber Sand können wir uns holen gehen. Ja, da gehen wir Sand holen. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und Kommis sind immer gerne gesehen. Es tut mir wirklich leid, dass mir die Folgen flöten gegangen sind, aber da kann ich nichts für. Es tut mir wirklich leid, es tut mir leid. Und naja, ich hoffe, man guckt auch weiterhin zu. Dann würde ich mal sagen, hoch. Wow, nee, dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal bei Wexman Industries. Bye bye.